Er verstand das Spiel mit der Kamera so gut, dass Alain Delon zu einer der ganz großen Ikonen des Films geworden ist. Über Jahrzehnte ein gefeierter Star. Frankreichs Präsident Macron nennt ihn gar ein französisches Denkmal. Auch wenn ihn manche gerne vom Sockel gestoßen hätten wegen homophober Äußerungen oder seiner Freundschaft zum rechtsextremen Politiker Jean-Marie Le Pen. Heute ist Alain Delon im Alter von 88 Jahren gestorben. Friederike Hofmann und Sabine Boland schauen zurück auf sein bewegtes Leben. Ein Blick, den man nicht vergisst. Alain Delon, geheimnisvoll und undurchschaubar. Einer der großen Stars des französischen Kinos. Sein wohl berühmtester Film, Der eiskalte Engel. Delon spielt einen skrupellosen Killer, eine Rolle, die sein Leben prägte. Der eiskalte Engel ist ein Film par excellence über die Einsamkeit. Es stimmt, dass viele Personen, die ich im Film gespielt habe, einsame waren. Ich habe das gespielt, was man mir angeboten hat. Alain Delon verehrt für seine geheimnisvolle Schönheit. Er wuchs bei Pflegeeltern auf, musste wegen seines Verhaltens mehrfach die Schule wechseln. Erst Metzgerlehre, dann ging er zur französischen Marine, schlug sich später mit Gelegenheitsjobs durch. 1960 gelang ihm mit seiner Rolle als junger Mörder Tom Ripley in Nur die Sonne war Zeuge der berufliche Durchbruch. Das Privatleben von Alain Delon war bewegt. Seine Beziehung zu Romy Schneider endete nach 5 Jahren. Auch weitere Partnerschaften scheiterten. Er wurde Vater von 3 Kindern. Ich bin kein leichter Partner für irgendjemanden. Aber es ist auch nicht leicht für mich, mit mir selbst auszukommen. Es geht nicht darum, einfach zu sein für wenige. Ich bin sehr schwierig im Umgang mit den Leuten, die ich liebe. Aber ich bin auch schwierig und hart mir selbst gegenüber. Wegen seiner politischen Nähe zu Rechtsextremen war er umstritten. Und doch erhielt er 2019 in Cannes aus den Händen seiner Tochter die Goldene Palme für sein Lebenswerk.